Mal. Okay. Hallo und willkommen zurück zu Fallout 76, wieder mit dem Quincy und dem Psychodad und mit mir, Viraxo LP. Ja, wir sind hier am Lager der Aufklärerin und sollten hier ein bisschen was herstellen. Haben wir mal zwischen den Folgen ausnahmsweise mal gemacht, weil wir erstmal mit der ganzen Funktion hier klarkommen müssen. Und wir haben hier unsere eigene Kiste. Jeder, das ist die Kiste von jedem Einzelnen von uns. Also wir haben jetzt keinen Zugriff auf das Inventar von anderen. Von daher ist das auch ganz gut. Und hier ist so eine Lagerkiste der Aufseherin. Ja. Und sie soll jetzt finden. Genau. So. Finde die Aufseherin in Flatwoods. Oh, cool. Challenge abgeschlossen. Erkunde Appalachia eine Stunde lang. Sehr gut. Das heißt, wir sollen Appalachia eine Stunde lang ergründen. So, wo müssen wir jetzt hin? Das war nur eine Errungenschaft. Ich weiß. Richtung Markierung. Hier Südwesten. Okay. Ist hier jemand? Richtung Markierung. Ja, ach, hier, da müssen wir hin. Ja, ich nicht. Achso, ich hab grad Durst. Warum hab ich Durst? Warum ist das so? Dann geht's in die Richtung. So. Durst? Ach, da musst du immer so gucken. Das ist gar nicht eingeblendet immer zu. Ja, das ist gar nicht so einfach. Das verschwindet immer wieder. Wie kann das sein? Flatwoods, Charleston. Jawohl. Hier steht mein Auto übrigens. Also, steigt ein, Leute. Ihr seid eingeladen. Was war ich das? Ich bin drin. Ich auch. Ab geht's. Oh, was. Fahrer. Vorwärts. Ich glaube, der fährt nirgendwo mehr hin. Verdammt. Der hat einen Platten. So, zwei, drei. Vor uns ist nichts. Was denn? Das sieht irgendwie aus, dass... Oh, da sind coole, nette Nachbarn. Mr. Farmhand ist da. Wollen wir uns um die kümmern? Oh ja, toll. Mr. Nachbarn, stimmt tatsächlich. wollen wir die kalt machen oder lassen wir die noch ein bisschen? Ach, die können wir ja noch ein bisschen lassen. Oder? Okay. Ich weiß nicht, ob die... Nee, weiß ich nicht. Bringen die was? Ja, Erfahrungspunkte, ne? Ja. Hallo, Jungs. Hallo. Ein Hieb. Ein Hieb. Ich hab übrigens zwei mit dem Visier abgeknallt. Oh, eine Mistgabel. Hier ist noch eine Axt. Der hat noch eine Axt in der Hand, aber die komme ich gerade nicht dran. Nerdwerk-Axt, doch, jetzt hier. Wieso ist das Zelt kaputt? Bauplan Fallensteller, Fernglas. Ja, Fallenstellerbeine. Wen schießt du denn da? Hm? Nein, hier. Die schießen auf uns. Da ist schon wieder der große Roboter. Am besten mit dem Revolver töten. Jo. Gut, also ich bin fertig. Oh, mit der Machete alle gemacht. Alter Falter! Stufe 3 erreicht. Ich habe immer noch Stufe 1. Wo sieht man das? Stufe 3. Das wurde mir gerade eingeblendet. Achso, sieht man das irgendwo? Sonst? Als Skills? Nee, ne? Wenn es eingeblendet wird und mal gucken, vielleicht im Pip-Boy vielleicht? Das meinte ich ja. Warte mal, ich guck mal. Status. Status. Im Status, ja? Überall sieht man das. Außer bei Gegenstand. Ich bin am Ende von der Stufe 2. Also und Radio. Oh. Wir haben übrigens hier schon 4 Radiosignale, wollte ich sagen. Stufe 2 bin ich. Ich brauche noch ein bisschen. Können wir leider nicht einmal... Vielleicht sind wir wieder weg. Oh. Hallo. Hallo? Ich bin noch schon da. Wir müssen in die Richtung... Wir müssen in Richtung südwestlich. Ja, wieder Straße zurück. Alles gut, keine Panik. Oh, ich habe ganz schön Kohldampf. Ich glaube, ich esse mal dieses Rad-Hirschfleisch. Mhm. So. Deswegen kann ich mir schon noch was zubereiten. Ich habe auf einmal so eine komische Wildnismucke. Ja, habe ich auch. Eine Wildnismucke eingetreten. Ja, habe ich auch eine Wildnismucke. Wird zu gruselig. Wie will die schöne Melodie haben? So. Ich habe eine. Oh, hier ist noch ein Zelt, ein Lagerdings hier, so ein Feuer. Ach, das haben wir ja schon gehabt. Hier wird es nur dunkel. Ein Verbrannter? Wo müssen wir jetzt überhaupt lang? In die Richtung müssen wir. Ja. Ja doch. Ich komme ja schon. Ne, vielleicht wenn er erscheint. Ich erscheine ja schon. Mr. Farmhand, hallo. Wissen Sie, hallo, Mr. Farmhand. Geht? Hallo. Ich möchte was machen wir denn? Was soll denn das? Ja. Hallo, Mr. Farmhand.
Fleischschrott. Du. Aluminiumschrott. Frechheit. Wieso kann ich jetzt kriechen bloß? Was ist mit mir los? Ach so, dann muss ich erstmal wieder Aktionspunkte sammeln. Alter, und ich müsste was essen und was trinken. Moment. Ich muss erstmal was essen. Essen. Ja, essen könnte ich auch mal wieder. Mal wieder. Aber in jedem Spiel muss ich was fressen. Ja. Ich esse mal einen Kürbis. Aufbereitetes Wasser. Ich esse noch einen Kürbis. Nein, ich esse noch einen Kürbis. Können leuchtenden Pilze auch essen? Ja, aber mit 4% Erkrankungschance. Buffout, schmeckt auch gut. Melonenblüte. Nee, will ich glaube ich nicht. Mutterbeerensaft. So, Fancy Ladies Kuchen. Fancy Latzkuchen. Fancy Ladies Kuchen. Fancy Latzkuchen. Gegrillte Radhirsch habe ich mir gemacht. Eine Dose Hundefutter werde ich mir mal. Kann man die so essen? Lecker, verdorben. Ey, Alter, die schmeckt. Katzenfleischsteak. Ich esse jetzt ein Katzenfleischsteak. Sehr lecker. Ey, das bringt aber nicht viel hier. Eichhörnchen. Der ist auch mal Hundefutter. Melonenblüte. Oh, ich bin satt. Noch eine Melonenblüte. Ich bin jetzt wirklich, auch RL bin ich jetzt pappsatt. Ich habe gerade eine Dose Hundefutter gegessen. Gegrillter Radtisch. Na los. Jetzt müsste ich aber langsam satt werden. Ich guck mal hier. Was ist eigentlich Radex? Ist das, verschwinden da die Genau, ja. Deine Verstrahlung verschwindet dann. Alles klar. Bis zu einem gewissen Teil, ja. Oder ist es die vorbeugende Geschichte? Nee, das ist. Doch, nee, das ist die Vorbeuge. Right away ist das, was die Strahlung beseitigt. Ja, right away, ich habe gerade Radex und Mist. Na, ja. Da bist du immun gegen Strahlung, stimmt. Ja, richtig. Hier ist übrigens eine Eisenader. Ja, stimmt. Verdorbenes Gemüse schmeckt, brauche ich nicht. Hier ist eine Eisenader. Ja, geht los. Okay. Wo bist du? Da. Bin hier. Ich hab dich im Visier. Post. So, jetzt sieht's wieder besser aus. Gegessen. Ja, machen fertig. Ah, oh, krass. Ich hab einen Fuchs. Da? Wieso kann ich nicht laufen? Ich hab einen Fuchs getötet. Feststelltaste. Ach, danke. Genau. Bitte. Nö, hab ich. Hä? So. Zack. Alles klar. Ah, da ist der Virax. Hier ist eine Erzader, hier. Falls da vielleicht noch was drin ist. Ja, brauchen wir bestimmt. Aua. Ah, cool. Hä, mit wem kämpfst du da? Mit, komischen Leuten hier. Mischlingshunde. Schädel-Augen-Höhle, okay. Schädel-Augen-Höhle? Ja, ja. Okay. Oh, hier muss man Erzader haben wir jetzt. Was ist denn Schraubenschlüssel? Was ist hier? Wir gehen erstmal. Lehrling. Ein Radish? Ich habe aber leider nicht geguckt, was da drin war. Ich habe einfach so E gedrückt. Oh Mann. Welcome to Radish Leder. Radish Leder. Wir sind im Loch Ness. Welcome to Flatwoods, Home of the Green Monsters. Hab gerade vorgelesen. Was sagst du? Hast du schon gerade vorgelesen? Ich sammle noch mal ein bisschen Holz. Du sollst mich nicht mobben. Doch. Das steht in den YouTube-Richtlinien. Ah, ja. Hier kann man, Wasser trinken. Das steht echt in. Dieses wird aber verstrahlt sein. Du kannst es maximal. Ich weiß es nicht. Also, da steht nichts. Ich versuch's einfach mal. Sammel's lieber. Naja. Das hat letztes Mal auch nicht funktioniert. Doch, dann kannst du es dir zubereiten. Du sammelst das tatsächlich. Glaub mir das. Schmutziges Wasser hinzugefügt. Das würde ich nicht trinken. Und dann kannst du es abkochen an der Kochstelle. Ja, tatsächlich. Ist auch schmutzig. Ja. Ja, dann sammle ich mal. Fruchtbare Erde. Hey, wer sitzt denn hier? Oh, guck mal, Wilfried. Hey, Willi. Ja, was machen die denn hier? Thorsten, ich krieg gerade eine Quest. Okay. Ja, weil du irgendwie alleine spielst, glaube ich. Jetzt krieg ich auch eine. Ork, hol er Lager wirklich nicht mehr. Jetzt habe ich gesammelt und ich will das Lager wirklich nicht mehr. Ich war betrunken gewesen. Ja, ich komischerweise auch, aber naja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, geil. Ja, oh. Hier ist alles zu. Oh, ach, aua. Molotov-Cocktail. Was hat mir denn eben wehgetan? Ich weiß nicht. Ich wurde ich bin Stufe 3. Ich muss wieder was aussuchen. Das war bestimmt mein LP. Oh, ein Schlag. Ja. Alter Falter, Stufe 3. Ja. Vorkriegsgeld. Gut. Ich hab eben so eine Ratte mit einer Machete gekillt, ey. Maulwurfsratte. Eine Maulwurfsratte. Maulwurfsrattenfleisch.
So, die Rußblumen, Bratkakerlake. Da kann man Tee draus machen wahrscheinlich. Ja. Ne? Oh, wer bist du denn? Du bist ein armes Würmchen. Hä? Wo seid ihr denn? Oben drin oder was? Ich bin hier gerade bei der Leiche. Oh, ich habe eine Wasserwaage. Der man komischerweise ins Genick reingucken muss, damit man Vorkriegsgeld, ein Schachbrett und Kaffeekanne und Kaffeebecher. Ich weiß gar nicht, warum das mitnehmen. Leere Farbdose. Ich werde mich wieder grundlos überschleppen. Telefon. Plastikmesser. Wo seid ihr? Ihr kämpft irgendwie mit Ratten, ich bin in diesem, ne, kleinen Häuschen hier. Da gibt es ein paar Gegenstände, ganz kurz. Ein kleinen Häuschen? Ja, hier. Opossum. Hier, ich sehe den nicht. Ein altes Opossum hier. Ist hier durch die Gegend geflogen, Alter. Hier. Oh, hier, Thorsten, Vorsicht, da ist so eine Riesau, so eine Rettratte. Ja. Rettratte, genau so heißen die Viecher. Was für ein Ding? Na, Augenbot, ich bin hier gerade auf der Jagd. Entschuldigung, stört mich doch nicht immer. So, wo ist der Augenbot? Alles schon erledigt. Ach nee, ich habe hier gerade so, Moment, ich geh mal Opossums und Ratten. Rein. Kronkorken! Oh! Da. Mein lieber Mann, Freunde. Wo kann ich hier wieder verteilen? Hier kann man gar nicht raus. Was wird was? Ich hab doch, ja, ich würde gerne. Ich habe ja Stufe 3 bekommen, da habe ich doch bestimmt einen Punkt bekommen, oder? Den ich verteilen könnte, aber scheinbar nicht. Also ich kann nichts verteilen. Also bei Tee, doch. Tee, Stufenauftrieb. Auftrieb. Sag bitte keiner was. Ja. Was nehme ich denn jetzt überhaupt? Ja, genau. Charisma ist eine. Okay, andere zu Ausdauer führen und ihnen zu helfen. Es ermöglicht dir, Skills mit höherer Punktzahl zu teilen. Außerdem wirkt es sich auf deine Belohnung für Gruppenquests und Preise auf Handeln, beim Handeln ab. Ja, das ist ja alles toll. Ja, dann lieber Ausdauer, glaube ich. Ausdauer, Endurance, ne? Ja. Und dann Gesundheit, dann Widerstand. Oh ja, auf jeden Fall, das ist gut, das nehme ich. Ich habe jetzt mal Intelligenz genommen. Alle Getränke löschen zusätzlich 25% mehr Durst. Alle Getränke löschen zusätzlich 25%. Okay, das ist erst Rang 1, sehr gut. Ja, nehme ich auf jeden Fall. Du nimmst 30% weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf oder alle Getränke löschen zusätzlich 25%. Das nehme ich jetzt. Ja, das habe ich auch genommen. Das ist echt gut. So. Gott, da weißt du ja gar nicht, was du nehmen sollst, ey. Ja. Ganz schlimm. So. Gut, alles erledigt. Zimmerservice. Warte doch. Und jetzt? Ist es alles okay? Ausrüstung abnehmen. Ich trage Hose, ich trage eine Schuhe, ich will einen anständigen Service. So. Wenn ich das da oben in die Karte reingelegt habe, ist das doch drin, ne? Ja, müsste drin sein. Also wenn das so geleuchtet hat und dann so ein Geräusch kam, weißt du, so ein... So ein Diddlidün, so eine Harfe meinst du, so ein Harfengeräusch. Genau, so eine Harfe, genau. So ein Harfenklang, dann wurde es angenommen, ja. Genau. Was ich hier recht toll finde, dass man sich hier auch mal alleine trauen kann, durch die Gegend zu gehen. Ja, aber hier sind auch, also die richtigen Viecher haben wir auch noch nicht getroffen, jetzt mal ganz ehrlich. Gott sei Dank. Wenn wir die Orks erstmal treffen, ich weiß ja noch, wie stark die in Fallout 3 gewesen sind. Oh, Nuka-Cola! Ich glaube, du meinst die Supermutanten, die Orks. Ich nenne die mal Orks Supermutanten. Ja, wir verstehen das. Ich nenne die mal Orks. Aber die sind wirklich Gummibonbons, lecker. Ja, hier ist ein Koffer, Baseball. Genau, die Supermutanten, die waren echt heftig. Schachtel Kippen. Ich habe Nuka-Cola-Becher gefunden. Ah. Hä? Bourbon, Karotte, oh lecker. Schmeiß weg, es geht. Und eine Babyflasche und ein Teddybär. Noch ein Teddybär und ein Nukas-Becher habe ich gefunden. Soll ich wegschmeißen oder was? Nö, behalten ein bisschen. Ja, klar, komm mal. Hab Spaß damit. Ja. So, wer ist jetzt weg, der Spaß? Holzblock, I bis D, hä? Ich dachte eben schon, das wäre eine Kronkorkenmine gewesen. Rettungsring nehmen, aber ja, wozu? Ich habe das jetzt trotzdem. 80 Pfund Körstange. Volt 88. Okay, Schraubenschlüssel. Gemüsestärke, ich Polizisten. Ich kann hier wieder. Ich kann hier wieder. Ein Aschenbecher, ich weiß gar nicht, wo das überhaupt ist. Terpentin. Workout-Notizen. Hier gibt es Workout-Notizen. Als Holoband. Ich habe hier gerade ein Schloss. Zigarette. Warte mal, wo seid ihr denn? Ich bin oben. Stimpak und Radex. Bin auch nach oben bin gegangen. Hier. Ja, unten. Achso, okay. Wie viel da noch? Ja, im Eiskühler und dann hier rein. Okay. Ich habe hier gar nichts drin im Eiskühler. Hier, ja. Da, und dann? Okay. Also hier im Regal und tralala, hier überall. Aha. Ja, genau, hier war ich. Klar. Hier war ich auch, ja. Hier gibt es einige coole Bücher. Haben wir. Thank you so much. Oh, Schränke. Einspitzen. Plastiklöffel habe ich gefunden. Wahnsinn, eine leere Farbdose habe ich gefunden, ich krieg mich gar nicht ein hier. Wer solltest du einen Handel aufmachen? Ich hab schon überlegt. Mit einer Farbdose.
Ich bin hier schon mal wieder oben. Ja, ich auch. Ich habe hier ein Dreirad gefunden von Timmy. Ich habe Willie May gefunden. Von Sean habe ich das Dreirad Geschichte gefunden. Von Willie May. Dann 45er Patrone und Impro-Revolver. Ich gehe erstmal duschen. Erwähnt, dass ich überladen bin? Ich habe Psycho gefunden, Leute. Ich habe hier Psycho gefunden. Ich kann nicht mehr laufen. Seife habe ich mitgenommen. Braucht einer Seife? Nee, ich brauche ein Kissen. Gut. TV-Dinner-Tablet und ein Wecker. Plastikschale. Chemieglas. Gegenstand. Kleine Babyflasche. Lecker. Psycho. Sag mal, was macht man mit Psycho? Zigaretten habe ich. Erhöht Hunger? Ach, erhöht Hunger und Durst. Was machen wir mit Psycho? Erhöht Hunger und Durst. Klar. Echt? Oh, okay. Ja, 15%, also. Durst und deinen Hunger erhöhen. Ah, okay. Also leg ich erstmal ab. Gut. Also das liegt hier, wenn du Psycho haben willst, ist er in der Tüte, ne? Psycho in der Tüte. Ich hab Psycho. Du hast dich schon wieder bequem gemacht, der Viraxo, sorry, klar. Ich kann nicht mehr laufen, bin überladen. Okay, ich schimme das jetzt einfach mal. Das ist aber so selten bei genommen, dir. Danke. Muss ich mal anschauen, was ist das? Psycho. Plus 50% mehr Jetzt Schaden. Weiß ich, warum ich nicht laufen konnte, weil ich überladen war. Schadensresistenz für 3 Minuten erhöht Hunger und Durst. Richtig. Ja, es kann schon cool sein, also eine Medex. Schadensresistenz von 25%. Aber Medex ist nicht dieses Radex, ne? Und Radaway, nee, ne? Oh, Medex. Nee, nee. Genau. Medex ist was anderes, das ist einfach nur ja, richtig. Kronkorken, Klebebandsicherung. Oh, hier ist ja so viel, das ist eine Fundgrube. Sammeln die abgeworfenen Vorräte ein. Hier gibt es abgeworfene Vorräte. Ja, richtig, so eine Kiste, wo da muss Rauch aufsteigen. Das müssen wir finden. Okay. Wenn wir das denn finden, das werden wir nie finden. Also ich will ja euch den Mut nicht nehmen, aber wir werden es nie finden. Also das, lasst uns einfach aufhören, das war's. Hier war's. Ich höre mir mal die Workout-Notizen an. Nehmen. Charleston Herald. Oh, ein gerollter Charleston Herald. Kein Boston Bugle, sondern ein Charleston Herald, Leute. Klebeband, Schießpulver, Schraubendrucksäge habe ich gefunden. Dann liegt hier ein Kunde offen. Überlebensgeschichte von Willy May. Ja, sorry Leute, also Thorsten hat ein Quatschbedürfnis. Ich habe gerade schon gesagt, ich möchte mir gerade hier mal was anhören. Dieses, aber naja, gut. Wir hören es. Lass dann mal. Hallo, hallo. Es sollte funktionieren. Ich hasse diese Dinger. Das Red Kakerlakenfleisch. Man hat mich gebeten, aus pädagogischen Zwecken etwas über mein Leben seit dem Fall der Bomben zu erzählen. Alles klar, ist schon durch. Für die Kinder, die noch geboren werden, alle so wahnsinnig lang. Eine gute Sache. Der Einzige, der hier LP hat. Mein Alter damit verbringen, fernzusehen, meine Enkel aufzupassen. Nein, ich höre nämlich auch gerade Willy Mays Lebensgeschichte. Hier ist wer da. Ich bin so froh, dass sie es alle rechtzeitig in den Ward geschafft haben. Als ich davon geträumt habe, wusste ich, dass meine Gebete erhört wurden. Du bist schon wieder an, ne? Okay. Mein Ehemann Frank hat früher in den Minen gearbeitet. Schau mal, was es diesmal gibt. Kurz vor dem Krieg gab es ein Erdbeben. Er kam nicht mehr zurück. Aber also er kam nicht mehr zurück. Ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist. Ja, oder warum er nicht zurück auch, nach Hause kam. Aber das ist schon in Ordnung. So, warte mal. Irgendein Viech. Seit dem Krieg lese ich nur noch in meinen alten Zeitungen und höre Musik. Egal. So, dann lass uns mal tiefer in die Höhle des Löwen gehen. Und das ist gut so. Ich habe die Flatlocks entdeckt. Ja. Was ich gut finde, ist, dass die Geschichten nicht allzu lang sind. Der Watoga Times gehört? Der Gewinner. Ich finde gut, dass die Quest Fruchtbare Erde hat begonnen. Ja, steht bei mir auch. Bei mir steht es noch nicht. Die Mr. Farmhands haben eine Fehlfunktion gehalten. Bärfliegen. Wo? So komisch gucken. Wo ist er denn? Alter. Was ist denn das? Psycho, der Kakerlake. Ist nur ein Kakerlake, alles schön. Ja. Wo kämpft er denn? Hä? Weiter denn? Bist du zufällig auf der Brücke rum? Nö. Du siehst ihn auch nicht, ne? Nee. Auf der Karte? Genau, sehen wir ihn. Da seid ihr ja. Ah, da bist du. Mr. Farmhand? Oh, wir haben hier noch so viele Sachen nicht abgearbeitet, Leute. Ja. Wir müssen hier noch töte die wir Mr. Farmhand. Nicht, das heißt, hier sind andere Leute. Töte die Mr. Farmhand Aufseher, die müssen wir jetzt alle töten. Hier sind andere Spieler. Ja, Mr. Nein. Doch, natürlich. Bloß nicht drauf schießen. Mr. Farmhand, doch, wir müssen. Also schießen diese Mr. Farmhands auf uns? Ja, richtig. Da sind sie, die müssen wir nämlich töten.
Das ist nämlich unsere Aufgabe. Wenn ich weiß, da hinten sind sie. Ah, tatsächlich. Aber das wäre so... Ich traf das jetzt nur einmal auf den Spieler und danach überhaupt nicht mehr. Ne? Ist auch merkwürdig, dass man so gar nicht mehr auf Spieler trifft. Der Amtrache Uhrzeit. Ja, ne? Ganz normale Spieleuhrzeit eigentlich. Eigentlich, jo. Ja, ich hoffe, naja, kann man. So, dann rüsten wir mal hier aus. So, einen Mr. Farmhand habe ich, glaube ich, schon erledigt. Sehr gut. Falco, da bist du rot geworden. Was ist mit dir los? Ja, ich bin ein bisschen verstrahlt. Bisschen mehr. Er schämt sich. Ach genau. So. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Ah, safe, entsperren. Ein Bowie-Messer habe ich gefunden. Erfordert Skill 1. Brotkasten. Okay, müssen wir. Blähfliegen Hackbraten. Ich habe ein Rezept für Blähfliegen Hackbraten. Eichhörnchenbissen nehmen. Salz brauchen wir auch. Salz ist gesund. Eine ja, Bratpfanne, die könnte man nehmen. Brauchen wir die überhaupt? Gewürze, die schmecken gut. Noch ein Bowie-Messer. Und Schneid, was soll ich hier noch alles nehmen? Was das? Aua! Mit wem esst ihr denn? Mit Kakerlaken. Ich habe einen Kakerlaken im Badezimmer. Hä? Kakerlaken? Was machst du? Ich nehme mal einen Wecker und eine kaputte Lampe mit. Ich nehme das Klopapier mit. Was sind wir denn da? Wo bin ich denn hier? Und warum? Sammle die abgeworfenen Vorräte. Ja, das weiß ich doch. Und finde die Aufseherin. Mensch, wir haben so viel zu tun. Computer. So. Und safe. Kannst du nicht... Letzter Wille und Testament. Habe keine Haarklammern. Hat irgendeine Haarklammer. Letzter Wille und Testament liegt hier auf dem Tisch. Ja, habe ich. Wo liegt das? Auf dem Tisch hier in der Küche. Wer liest vor? Ich. Ja, liest vor. Wenn es geht. Mensch, ich will dich nicht einladen, ich will das lesen. Jetzt. Geht das? Nee, ich komme da nicht ran. Ich kann es nicht lesen. Ich glaube, das geht nicht. Nee, weil also hier steht da alle drüber. Das nee, nee. Moment. Ich glaube, das geht nicht. Geh nochmal so. Vielleicht jetzt? Warte mal. Nee, du stehst noch zu dicht dran. Immer noch? Jetzt, jetzt. Letzter Wille und Testament. Ich, Jeremy Ward Burger, der Stadt Fleetwood im County, keine Ahnung, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und nicht weiter unter Zwang handeln im Großen und Ganzen. Hiermit erkläre ich, dass dieser Brief mein letzter Wille sein soll. Mia kriegt das Haus und alles, was darin ist. Weiter geht's. Es ist nicht viel, aber das ist alles, was ich habe. Und sie ist die einzige Person, die mir geblieben ist. Ich weiß, dass sie noch lebt. Die Responder sagen, die Hunde hätten sie erwischt, aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Sie waren wirklich gut zu uns. Einem alten Knacker wie mir das Koch beizubringen, ist schon was. Das muss man ihnen lassen. So passend. Aber ich weiß, dass sie wegen der Hunde gelogen haben. Ich habe sie auf den Hügel gesehen. Böse Leute spionieren uns aus. Sie haben meine Enkelin entführt. Ich weiß es einfach. Ich hol dich zurück, Mia. Versprochen. Gut. Jawohl. Ja, sehr schön. Und gleich 24. Und Martin, du hast recht. Nein, ich habe doch Spaß. Doch, alles hey. Ein Spaß muss sein. Hey, ich komme hier gar nicht mehr, ich bin zu lang. Ach doch, ich war auf dem Tisch drauf. Ja, dann machen wir einen Cut. Ja. Ich habe, warte mal, ja, ach, ist schon wieder 24. Ja, ja, klar, ja, natürlich. Ja. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Zweifel waren Sie Zuschauer. Ciao, Freunde. Damit verabschieden wir uns schon erstmal wieder. Bis zum nächsten Mal in Ödland von Fallout 76. Ciao. Tschüss.